Hi und herzlich willkommen zurück hier mit unserer guten Lara. Und wir sind beim Kolosseum anscheinend immer noch nicht so wirklich fertig. Wir gucken mal, wie oft ich jetzt am Anfang wieder sterben werde, weil das sieht mir wieder nach viele wilde Tiere aus. Ich will. Warum bist du so schnell, Mann? Ich könnte hier nicht mal irgendwo gucken, dass ich irgendwo eine Erhöhung habe, Mann. Okay, da. Toll. Aber er hat mich nicht verletzt. Warte mal, kann ich dich hier reinlocken? Bestimmt, oder? Hä, er geht nicht ins Wasser? Aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, wenn er immer an der einen und derselben Stelle stehen bleibt. Hier ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Rein da. Dass wir ihn so ein bisschen locken können. Wenn sie denn hier gleich mal raus möchte. Oh. Aber er scheint wenigstens schlau zu sein und da stehen zu bleiben. Das finde ich schon mal nett. Nee, ist er doch nicht. Toll. Okay, der ist weg. Jetzt kann ich mich hier so auf der anderen Seite auch mal umgucken. Ich meine, wenn hier noch mehr kommen, egal was für Tiere, vielleicht kann ich die dann wirklich alle zum Wasser locken. Da unten scheint es reinzugehen. Kann aber auch wieder eine Falle sein. Oder ist da ein Graben? Ja. Okay, nee, da kann man auch so. Aber hier ist viel Blut. Sind wir denn nu? Oh Gott, ist das weitläufig. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich mich verlaufen habe. Warte. Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, warum siehst du ihn nicht? Toll. Komm mal wieder her. Hä, wo? Ich hoffe einfach mal, der kommt nicht wieder. Was ist das für die Magnum? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Das sieht ja aus wie ein MG oder so. Ach, für die Uzi. Die wir noch gar nicht haben. Okay. Gucken, wo wir die herkriegen. Aber ich bin erstmal gespannt, ob der Kollege. Oben? Können wir bis da oben hin? Wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt kommt er wieder. Dementsprechend würde ich mal probieren. Aber es wird zu steil sein, ne? Guck mal, ist hier noch einer? Irgendwo ist hier, glaube ich, noch einer. Aber ich sehe ihn nicht. Warte. Och, Lara. Och, komm schon. Sag mal. Ist das zu hoch wegen der Schräge? Ich glaube schon, ne? Obwohl es halt aussieht, als ob wir da hinten irgendwie hin können. Sie will halt einfach nicht. Können wir es so machen? Ja, aber dann rutscht er halt gleich wieder runter. Das ist ja die Scheiße. Das ist das, was ich befürchtet hatte. Und gleich nochmal springen. Geht nicht. Kommen wir hier. Uah. Glück gehabt. Also ich glaube, dass man da irgendwo oben hin kann, aber gesehen habe ich jetzt nicht. So. Haben wir hier. Okay, wir haben hier noch zwei Herrschaften. Wo ist der andere? Huhu. Glück gehabt. Gut. Bin ich mal ein bisschen
bisschen auf Gefahr gegangen. Ich glaube, wir hätten hier vielleicht auch hochgehen können, aber ganz ehrlich, der andere Stellen ist mir dann doch ein bisschen sicherer. Okay, die sind alle weg. Irgendwas brennt hier. Ach so. Wo denn? Hey, ich höre doch noch ihn. Nimm das erst mal auf, aber wo? Ich höre auch noch Flatterviecher, aber kann auch sein, dass die wesentlich weiter oben sind. Oder irgendwo über uns, wo ich sie gar nicht sehen kann, genau wie der Affe. Frage ist nur, können wir hier hoch? Aber wisst ihr, was ich erstmal machen werde? Das ist wieder so eine doofe Schräge, wo wir nicht weiter hochkommen, oder? Ne. Halt, hier ging es nicht raus. Keine Ahnung. Wie gesagt, da oben, da sieht es halt so aus, ob man da hin könnte, aber dafür ist alles halt viel zu schräg. Vielleicht kommen wir hier an der Stelle auch dann erstmal irgendwann wieder raus. Dass ich mehr oder weniger zu früh hier war, aber da haben wir wahrscheinlich schon mal aufgeräumt. Ist ja auch schon mal was. Und eine Kleinigkeit zum Heilen haben wir wenigstens auch gefunden. Wie viel haben wir denn da eigentlich noch? Fünfe, Viere. Okay, ich hätte gerne noch ein paar mehr große. Oder generell ein bisschen mehr. Wir haben noch einen kleinen Jump and Run. Groß. Ach nein. Der ist weg. Da war aber noch einer. Ja, aber den meinte ich nicht. Oh fuck. Der ist ja gleich um die Ecke. Nein, jetzt kommt er natürlich an. Glück gehabt. Haben wir noch wen? Okay, da kann ich was rausziehen. Ist das überhaupt was, wo man hier hoch kann? Okay. Erstmal das Übliche. Ich weiß nicht, kann ja gut sein, dass wenn ich das hier rausziehe, dass ich irgendwas freilasse. Okay, ich kann es nicht rausziehen. Ja. Ich nehme an, das ist the way to go. Kam ich da eigentlich auch so hoch? Natürlich nicht. Weil ich sehe mal, ich muss komplett auf die andere Seite. So. Wir kriegen das hin. Langsam habe ich ja die Steuerung da dahingehend ein bisschen drinne. Oder wann ich drücken muss zum Schwebeflug. Alter, Lacher. Das wird tricky. Sagen nicht zu weit. Okay, jetzt kann ich drei Dings öffnen. Achso, ist mein Schatten da unten. Ist das gut? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich da noch Symbole gesehen und Viere waren gleich, deswegen ich lasse das mal so. Muss mal gucken, was wir hier unten noch haben.
weiß gar nicht, ob ich den Schalter unbedingt bedienen muss, aber wahrscheinlich kommen wir sonst nicht raus, ne? Madame. Okay, da hätten wir nämlich noch eins. Ah, die habe ich gar nicht weiter gesehen. Gut, dann müssen wir... Ich sollte da wahrscheinlich nicht unbedingt drauf, oder? Ist schon sehr lange her, seitdem wir die Musik gehört haben. So, das ist übergroß. Doch, das sollten, glaube ich, übermäßig große Ratten sein. Ich dachte erst, was schwimmt denn da rum? Okay, da komme ich nicht hoch. Darüber muss ich über oben. Ich dachte, vielleicht habe ich jetzt irgendeinen Schalter hier, wo ich es aufmachen kann. Okay, hier sehe ich aber auch keinen. Ach doch, ich wollte gerade sagen, irgendwie müssen wir ja auch hochkommen. Kann auch sein, dass wir hier erst später hin müssen, ne? Dass ich erst irgendeine andere Dings... Weil ich glaube nicht, dass ich hier durchrennen kann und dann rüber. Oh. Nein, das ist jetzt wieder... Wenn sie zu nah an der Kante steht, ne? Aber anscheinend ist das Feuer bloß für gewisse Zeit aus, ne? Ach nee, hä, wenn ich den Bereich betrete, dann ist es auf einmal aus. Okay, vorsichtig. Okay, sieht gut aus. Nicht zu weit. Nein! Aua, aua, aua. Nimm das, bevor du verbrennst. Komm schon, Lara. Toll. Danke, Spiel. Ja, ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Aber sonst wäre ich halt wieder abgestürzt. Das ist das Problem. Und ich habe schon wieder einen Affen gehört. Ist der jetzt hier? Das ist ja die Frage. Pass auf, ich gucke erstmal. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß halt nicht, was beim ersten war, ne? Ich glaube nicht, dass der hier hochkommt. Hoffe ich zumindest. Das springt schon wieder nicht. Lara, hör auf, zur Seite zu gehen. So, warte. Ich habe bloß gesehen, dass da was anders war, aber was das genau war, weiß ich nicht. Ich schätze mal, die Kreise heißt dann eher aus. Aber wir können ja von oben... Nein. Wir können ja von oben da nochmal gucken. Dass ich das schön nach und nach mache. Oh, das mit dem Feuer, das nervt mich jetzt schon wieder, ne? Das war so unnötig gewesen. Okay, oh, Schwein gehabt. Ja. Ja. Oh ne, jetzt geht das wieder los. Was er gesagt? Ich schätze mal die 3 und die 4. Nicht so weit. Hier auch würde ich ja nicht direkt kommen, ne? Ich
Ich muss ja immer den langen Weg gehen. Okay, du da nach oben. Mal schauen, ob ich richtig liege. Ansonsten muss ich den ersten halt nochmal runter machen. Mal gucken. Es ist offen. Es ist offen. Frage ist bloß, wie viel? Wir haben noch eins, zwei. Haben wir hier auch noch eine Tür? Ne, insgesamt müssen wir noch zwei machen. Aber was habe ich denn da eigentlich gefunden? Ist das hierbei? Nee. Aber gut, ich kann ja schon mal, wenn wir das schon mal geschafft haben, ne? Eine Runde speichern. Ich habe halt bloß schnell irgendwas mitgenommen, was ich da gesehen habe, und dann ist gut, aber was das jetzt war, kein Plan. Okay, noch haben wir keine Herrschaften hier, das wird sich aber bestimmt gleich ändern, ne? Und was ich halt irgendwie komisch finde, ich wäre davon ausgegangen, dass wir wesentlich mehr Menschen haben. Nicht bloß diesen Entypi. Dass wir nicht nur die ganze Zeit Tiere irgendwie abmurksen. Ja, gut. Ja, gut. Das kann ja mal passieren. So, ach, siehst du, das war das erste gewesen. Jo, also das steht auf jeden Fall für unten. Bin ich nicht jetzt hier durchgesprungen? Ah, ich bin darüber ge. Ja. Glaube ich. Oder nee, da oben bin ich, glaube ich, drüber gesprungen. Okay, dann sollte ich das vielleicht beim nächsten Mal lassen. Wir haben ja sowieso, glaube ich, zwei Optionen, wie wir langlatschen können, ne? Aber es sah halt für mich so aus, dass ich da auf jeden Fall rüber muss. Ich glaube nicht, dass ich da zur Mitte komme. Warte mal, ich geh erstmal auf die andere Seite gucken. Was wir da haben. Ja, ich höre da schon wieder Kollegen. Mal schieben oder ziehen. Ich würde mal gucken, ob ich es ziehen kann und dann zur Seite schieben. War vielleicht gar nicht so schlecht, ansonsten hätten wir nämlich was auf den Dez gerade gekriegt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Oh nein. Habe ich mir das jetzt verbaut, weil ich's. Weil da jetzt ein Stein runtergekommen. Nee, warte mal, hätte ich ihn geschoben, dann wäre der direkt auf mich draufgeflogen, glaube ich, ne? Aber was schieben kann ich hier nicht? Nee. Also ich nehme an, ich wäre gestorben, aber wenn ich auch hier unten nicht weiterkomme, hä, wo soll ich denn dann hin? Okay, da ist auf jeden Fall. Nee, durch den Gang kamen wir ja rein. War das vorher auch schon hier? Also, ich glaube nicht, dass das so weit runtergekommen ist hier alles. Da komme ich zu der Seite, theoretisch. Okay, hier kann ich aber stehen. Nein! Ach komm, warum habe ich denn davon jetzt Schaden gekriegt? Ich glaube aber, ich bin schwächst schon mal richtig. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Okay, da bleibt es auf jeden Fall oben. Oh, was ich ausprobieren könnte. Müsste vielleicht einfach bloß ein bisschen weiter. Vielleicht ist das auch die schwierigere Variante. Ich weiß es nicht genau. Dass ich sonst von hier oben da hochjumpen kann.
I don't know. Nein! Hä? Nein! Mann, Lache! Hör mal mit der Kacke hier. Ja, und hier musst du nicht springen, hier kannst du einfach hochlaufen. So. Wir kriegen das irgendwann hin. Kann sich nur um Stunden handeln. So, also wirklich ein bisschen weiter. Und dann im richtigen Moment. Das war die ganze Geschichte, wie ich athletisch aufziehen. Problem ist bloß, bis da drüben komme ich, glaube ich, nicht, ne? Oder warte mal, da ist... Boah. Genau. Okay, hat funktioniert, hat funktioniert. Mein liebes Fräulein. Okay, jetzt aber bitte kein Gegner oder so. Das wäre halt. Oder der lässt sich mehr oder weniger. Ne, kalt machen. Dann okay. Also so wie der jetzt. Ja, super. Ah, okay, da sind noch ein paar Herrschaften. Da ist auch noch einer. Ja, kommt der jetzt da hinten durch? Okay, ist relativ schwarz. Können die Herrschaften vielleicht mal bitte hier vorne hinkommen? Das wäre ganz nice. Der hampelt immer noch da hinten rum. Aber der kommt jetzt, glaube ich, gerade, ne? Nein, nicht wieder abhauen. Okay, warte. Ja, Komm rein hier auf den Meter. Okay, es fehlt bloß noch das Kroko, ne? Ich denke, hier ist mal die Leben noch. Zumindest höre ich noch welche. Oh. Okay. Sagen wir da nicht noch einer? Also die sehe ich von der Seite aus. Nein. Nicht. Kann ich hier wenigstens gleich hoch? Ja. Wo ist denn der Hempel? Der muss auf jeden Fall weg. Weil ich glaube, ich muss da unten drunter durch. Aber vielleicht komme ich, habe ich ja noch mal Glück und ich kann hier noch mal hin. Obwohl der Weg nach unten... Wirkt etwas schmerzhaft. Okay, da ist der andere Hempel. Oh, Glück gehabt. Okay, den haben wir weg. Who knows, wo wir hinkommen? Okay, auf der anderen Seite ist was. Oh, muss ich hier doch nicht. Kann auch sein, dass ich da direkt runter muss, ne? Aber da das so ein bisschen ist, also halt so müh versteckt aus. Ach, jetzt komme ich hier nicht hoch. Warte mal. Bloß, dass wir mal schnell auf der anderen Seite sind. Irgendwie muss man ja reinkommen. Irgendwie muss man ja reinkommen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier einfach... Hier vielleicht rüber? Lara. Okay.
Okay, es ist auf jeden Fall der Weg. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass man da gleich abschmiert. So, Madamchen, so. Ja. Hä? Ich gucke nicht, was gerade oben. Aber direkt drüber springen kann ich ja, glaube ich, nicht. Weil das ist ja eigentlich nur so ein Ding hier. Doch, das geht. Ich wollte gerade sagen. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Das sind mehrere Sachen. Ach, hat sie gleich Bildes mitgenommen. Jetzt müsste ich halt bloß noch die Uzi dafür finden. Aber schön, haben wir das auch mitgenommen? Was ja nicht mal unbedingt meine Intention war. Okay. Lassen uns Zeit. Oder ist das wirklich bloß der Weg, damit wir auf der anderen Seite, also da, wo ich die Muni gesehen hatte, runterkommen? Ich kann hier unten nochmal hin, hier hinten nochmal rumlatschen. Nicht, dass ich da wirklich vielleicht noch einen Schalter oder irgendwas übersehen habe, weil ich dachte, okay, vielleicht muss ich was betätigen und dann kommt da oben. Hier sehe ich nichts. Ja, kommt da oben Wasser durch. Und das überflutet dann alles und dann können wir da easy peasy runter. Deswegen, ich werde, glaube ich, hier an der Stelle vorsichtshalber auch mal speichern, bevor wir da runtergehen. Weil das sieht mir ein bisschen sehr ungesund aus. Bei meinem Glück. Ja, gut. Gestorben wäre ich jetzt nicht. Aber ich will das Dings ja mitnehmen. Ist denn das alles? Das ist ja Haufenzeug. Shotgun, Uzi und Heilmittel. Ja, Problem ist, ja genau das, was ich jetzt dachte. Ja, spring genau an ihn rein. Nein. Na, warum musst denn du gegen die Wand springen, Frau? Okay, hat mir, glaube ich, nicht viel Schaden gemacht, aber. Und das war das, wo wir ja unten erst waren. Wo ich dachte, ich könnte hier irgendwie drauf kommen. Nur wo ist. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der anderen Stelle irgendwas mitgenommen hatten. Ah, da war da. Ah, doch, hier. Sollte ich nochmal speichern? Ach komm. Ich wollte gerade sagen, wir werden es doch so hinkriegen. Das funktioniert jetzt wesentlich besser, indem ich mal wirklich herausgefunden habe, dass ich einfach bloß gedrückt halten muss und dann ballert sie durchgängig. Gut. Auch weg. Ich meine, das ist ein Weg runter, aber es muss doch noch irgendein. Irgendeinen Weg rübergegeben. Und hier habe ich jetzt ja auch nichts gefunden. Deswegen, wie ich wieder runterkomme, weiß ich. Juhu. Oder ist das wirklich bloß die Türen um Zeug sammeln? Ich muss die richtige Türe finden. Was ich aber mal kurz machen wollen würde. Ich muss auf Klo. Deswegen, ja, wir sehen uns gleich hier wieder. Also bis gleich. Ja, hi, da bin ich wieder. Ja. Oh. Oh. Aber wie komme ich denn da hin? Ich meine, bis rüber segeln wird ja nicht gehen. Aber ich würde es trotzdem gerne holen wollen. Deswegen, ich werde mal nochmal hier vorsichtshalber, ne? Aber hier einfach hoch. Ach ja, warte mal. Hier wird es ja gleich wieder abschmieren. Wahrscheinlich zur Seite, so wie es aussieht gleich, ne? Nee, doch nicht.
Hier ist darüber. Ich kann es mir bald nicht vorstellen, dass das funktioniert. Nee, aber ich hätte überlebt. Ist ja wenigstens schon mal was. Aber hier irgendwie weiter dahin. Ich meine, da drüben ist halt auch noch eine Ecke frei. Also als ob wir erstmal über den Dings drüber müssten. Aber durch den Kanal wären wir da auch nicht hingekommen, ne? Hier gibt es auch, glaube ich, keinen geheimen Weg. Ich würde es schon gern irgendwie holen. Aber direkt drüber fliegen, das ist viel, viel zu weit. Glaube ich. Kann ich auch mal probieren. Ich will mich jetzt aber, ehrlich gesagt, an der Stelle nicht. LOL! Zieh dich hoch! Zieh dich doch mal hoch! Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, will ich mich nicht Ewigkeiten aufhalten. Ich werde mal den sicheren Weg gehen, ne? Weil ich glaube, sonst sterbt. Oh, ah, warte mal, vielleicht können wir. Ah, wir können darüber vielleicht noch auf die andere Seite und noch irgendwas anderes holen. Okay, lass los. Hä? Okay, da geht es auf jeden Fall nochmal weiter, aber vorsichtshalber erstmal. Okay, kommen wir so rüber. Ich meine, vielleicht müssen wir ja auch hin. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, bei den vier Sachen werden wir jedes Mal irgendwie irgendwas finden. Aber nicht halt nur Muni oder so, ne? Okay, das ist sehr, sehr weitläufig, die ganze Geschichte. Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Nein. Vorsicht, Vorsicht. Den anderen Weg können wir mal noch zu Fuß gehen. Sehr schön. Wo vorsichtshalber, wo sind wir jetzt hier? Wir schon, nee, ne? Ich hoffe, das reicht aus. Ich kann sagen, ich habe nämlich keine Möglichkeit gesehen, dass ich hier irgendwie noch weiterkomme. Ah, jetzt sind wir hier oben bei dem Becken, wo wir angekommen sind. Ja, Musik ist gut. Kannst dich wiederholen. Ja, da war aber noch ein zweiter. Ich glaube, ich muss da drüben hin, aber ich kenne mich. Oder ich kenne sie. Natürlich wäre vielleicht auch die Möglichkeit runter, aber. Ah, toll. Und ja, orientierungstechnisch. Habe ich einen Überblick verloren. Okay. Was ist das?
Irgendein Silberbarren. Aber der ist hier. Wenn ich jetzt nur spiele. Ich meine, kann sein, dass wir denn so einen Silberbarren da auch gefunden hatten. Aber vielleicht ist das halt bloß ein Secret. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn wirklich trifft. Aber ich glaube, weiter komme ich nicht, ne? Ja, ihr könnt ja mal. Ja, ich habe halt Schiss, dass ich irgendwie dann irgendwann runterfliege. Und die sind halt alle noch da. Da ist der andere noch und der Löwe ist, glaube ich, auch noch irgendwo da hinten. Dem mache ich mir ehrlich gesagt die meisten Sorgen. Ich habe auch das Gefühl, die Orte, die wir bis jetzt schon gesehen hatten, die zwei, dass wir da durch die anderen Türen, durch die anderen beiden Türen eigentlich durchgekommen wären. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die auch wirklich weg sind oder nicht. Super. Ich kann mir am besten Willen aber nicht vorstellen. Ich speichere hier nochmal. Dass wir hier irgendwie an einem Ende wären. Wo wir durchkommen. Also kann auch sein, dass ich bloß irgendwie eine Abkürzung genommen habe. Was ein bisschen doof wäre. Ah, das war der Raum, den wir oben gesehen hatten. Also. Nein. Oh, Frau. Gott sei Dank, du hattest ihn doch fast. Der ist auch weg. Okay, ich wollte gerade sagen, was ein bisschen doof ist, ist der Tiger oder der Löwe. Aber ja. Könnte reichen. Den müssen wir ja schon so weit angeschossen haben. Gehen Sie mal weg. Oh, Scheiße. Oh Mann, verpiss dich doch mal. Okay, kann sagen, lass mich doch wenigstens mal gucken hier. Weil hier gibt es mit Sicherheit auch noch Haufen Sachen, die ich dann hätte mitnehmen können. Und schön, dass die Tür von alleine aufgegangen ist. Ach nee, warte. Kamen wir nicht aus dem Becken? Na klar, kamen wir aus dem Becken. Aber warum ist die Tür jetzt da von alleine aufgegangen? Also ich meine, wir haben ja hier immer noch weitere. Kann man es mal gucken. Das war Nummer 3 und Nummer 5. Aber durch den langen Weg, vielleicht haben wir ja schon einiges aufgeräumt, was eigentlich ganz cool wäre. Ich hoffe bloß, ich kriegt das jetzt wieder so gut hin, dass wir hier darüber kommen. So, einfach so. Dann ein. Boah, ich hasse das. Mal gucken, mal, da oben sieht es halt auch noch aus, als ob wir da hin könnten. Theoretisch, boah. So, was hätte ich gesagt? 3 und 5, ne? Oh, ich wollte fast nicht springen. So, dich mal hoch. Dich mal runter. Alter, Mann, Lara. Jo. Das müsste eben eh noch offen sein. Und jetzt ist das offen. Oh, das ist mir auch schon wieder nicht geheuer.
Aber gut, was ist mit dem Spiel schon geheuer? Aber die Tür müsste ich trotzdem doch mal gucken gehen. Ach, warum habe ich das Gefühl, ich muss unbedingt da hochspringen, damit sich irgendwas tut? Ich kann ja erstmal hochgehen, aber. Okay, da kann ich noch mal was ziehen. Sagen, muss ich 100 pro zweimal machen, sonst kommen wir da eh nicht hinter. Ja, ist schwer. Sind jetzt die Spieker weg? Schön wär's, ja. Ach. Ja, die Spiegel aber direkt unter uns sind. Ein Glück. Ein Glück. Okay, dann muss ich doch springen. Ja. Aber sie kommen natürlich direkt oben drauf. Ah ja, okay, ich sehe schon. So, hier rüber. Was mir nicht gefällt, ist, dass so ein. Naja, dass so eine Schräge über uns ist. Wir schaffen das. Ja. Aber wir sind wenigstens runtergefallen, ohne dass wir sterben. Ist ja schon mal was. Dann lieber doch mit dem Kopf dagegen. Aber wenn wir. Ach, da drüben ist noch ein Gang. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Bisschen Konzentration. Nicht zu weit, nicht zu weit. Oh. Hoch da mit dir. Okay, der hat nicht allzu viel abgezogen, zum Glück. Ey, Mädel. Hoch da mit dir. Okay, es sind halt wirklich die Dings, die wir sammeln müssen. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es nur Secrets sind, aber hauptsächlich müssen wir das sammeln, glaube ich. So. Ein Glück. Okay, kann ich denn hier einfach. Ja, kann ich. Gut, dann machen wir noch die letzte Tür auf. Obwohl ich halt. War das ein langer Weg bis dahin? Halt, ich sollte mir erstmal angucken, wie die Kombi von der letzten Dings ist. Von der letzten Türe. Wo waren die? Okay, 1 und 5. Warum habe ich denn das nicht mal probiert? Ich meine, der Weg ist ja nicht umsonst da. Okay, ja, ja. Hätte ich vielleicht mal, aber ich sag mal, so viel Zeit habe ich da, glaube ich, ja nicht verschwendet, ne? Außerdem kann ich sagen, jo, so. So habe ich meine Jumping Skills hier auch ein bisschen verbessert. Aber dass ich immer noch immer einen Schritt zu weit latschen muss, ist natürlich. Oder sie. So, mal ruf jetzt hier. Hätte ich mir nämlich sparen können. Aber wie gesagt, da oben, es sieht halt so aus, ob wir da. Oder vielleicht kommen wir da jetzt ja auch hin. Was mir natürlich nicht gefällt, dass wir gleich. Oh Gott. Obwohl, den können wir ja hier hin. Nein, nicht zur Seite. Schön hoch da. Nein, Lara, mach doch nicht so ein. Jetzt halt dich fest. Hier. Was? Hä? Och Mann, Frau, Alter. Was machst du denn jedes Mal? Das ist halt nervig.
Und warum sie mal zur Seite gehen muss, verstehe ich nicht. Entschuldigung. Lalalala. Wäre natürlich auch schön, wenn wir hier gleich reingehen könnten, die Tür wieder schließen und dann durchs Gitter ballern, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Interessant wäre es natürlich auch, ob wir von hier aus. Oder könnten wir noch weiter hoch? Nee, das ist zu hoch. Jo, dann locke mal den Tiger an und mach nicht wieder so eine Kacke wie gerade eben. Das wäre ganz schön. Uhu. Wo war er denn? Ach, da. So, und jetzt bitte nicht zur Seite hangeln, das wäre ganz nice. Genau, sondern gleich hoch. So, der Herr kam von da oben. Warte mal, ist das nicht das, wo ich gerade gesagt habe, da werden wir bestimmt nochmal hinkommen können? Jo, und hier gibt es wahrscheinlich nichts, ne? Ah, doch. Soll ich von oben angucken? Da oben waren wir. Okay. Also wieder ab in die Tiefen, nehme ich mal an. Oder mehr oder weniger in die Tiefen. Hab ich drei? Ich hab, glaube ich, drei, ne? Und dann geht die Tür. Ah, okay. Dementsprechend. Warte mal, ich speichere mal hier, falls das ein kompletter Umweg ist. Aber ich würde einfach mal, weil sich die Tür da halt automatisch geöffnet hatte und wir kamen ja durchs Wasser geschwommen und nicht durch die Türe, würde ich ganz gerne mal gucken wollen, ob wir da vielleicht auch noch irgendwas kriegen. Weil die drei Steine an sich müsste ich ja jetzt haben. Ich weiß, es ist dann wieder ein kleiner Umweg jetzt hier oder ein bisschen längerer Weg, aber hey. Aber ich nehme mal an, so kommen wir aus dem Kolosseum raus. Das war, glaube ich, hier hinten gewesen, ne? Nee, war das hier? Hä, wo war das gewesen? Wo die Tür aufging. Hier bin ich ja von da hinten gekommen. Ach stimmt, genau. Hier wollte ich erstmal gucken, wo es hier überhaupt irgendwo weiter hingeht. Die Türe war ja, glaube ich, wirklich halt da hinten. Kann natürlich auch sein, dass es aufgrund dessen hier war sie gewesen. An den Block habe ich, den Dings habe ich ja da oben gefunden. Okay. Hä? Aber ich. Also, ja, cool. Aber ich habe jetzt nicht gesehen. Hier war das nicht, ne? Oder ist das die Stelle, wo wir gleich hinkommen werden? Weil dieser Garten sagt mir halt einfach nichts. Oder hatten wir oben irgendwo ein Gitter gehabt? Ich bin auch hier lang gelatscht. Hier war aber, glaube ich, nichts. Ah. Oh nein. Mann. Oh, Lara. Okay, ist weg. Es funktioniert doch manchmal nicht so wirklich gut, dass sie die ganze Zeit nur nach hinten springt. Sagen, macht ihn weg. Ist hier noch wer? Okay, das ist eine Sonnenuhr. Aber
Ich dachte, ich kann, naja, die jetzt einstellen oder die nehmen. Ich meine, da ist auch noch ein Gang. Aber. Da muss ich wieder irgendwie richtig stehen. Also da oben wäre noch was, aber ich weiß nicht. Ah, warte mal. Was ist mit den Kollegen hier? Okay, kann ich auch nichts machen. Noch nicht. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier rüber. Und sie hält sich nicht fest, natürlich. Oder ich versuche mal, kriege ich das hin mit gleich. Naja, ist zu spät. Weiter direkt runterstehen und springen geht nicht, ne? Doch. Ja, man kann sich auch erstmal kompliziert machen. Bäh. Okay, das große haben wir. Und wo geht's jetzt hier hin? Midas? Kann ich dem in die Hand springen? Ich habe aber das Gefühl, ich sterbe dann. Ich habe wenigstens eine Trophäe gekriegt. Cool. Aber jetzt, ach, jetzt muss ich den ganzen Weg da wieder hinlatschen. Aber das will ich trotzdem mitnehmen. Okay, man sollte ihm vielleicht nicht unbedingt die Hand springen. Mal gucken. Vielleicht komme ich auf die andere Seite dann auch noch irgendwie. Ich hätte, denke ich, auch mal das speichern können, ne? Sonst durch alle Forts lang. Außer da natürlich. Aber ich habe. Also, ist das wirklich bloß für die Trophäe gewesen? Ich habe eher das Gefühl, dass wir hätten noch irgendwie was anderes machen können. So. Ich bin Lara und ich freue mich. War das jetzt überhaupt hier? Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Scheißschalter wirklich vorher mal umgelegt. Ja, so. Und ich möchte behaupten, die Affen sind da noch nicht zu sehen. Und bei meinem Glück machen die mich jetzt nämlich kalt. Deswegen werde ich mal, wenn ich jetzt da angekommen bin, erstmal speichern und dann auf gut Glück hoffen. Weil ich glaube, in dem Kapitel wird, glaube ich, nicht mehr so viel kommen. Also bloß noch die Steine abliefern und dann raus. Oder beziehungsweise ab in die nächste Welt. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir vielleicht so ein paar Städten machen und dann, wie wir es zwischendurch schon mal hatten, eine Cutscene. Kommt aber eher nicht so weiter. Ja. Okay, der ist weg. Und ja, ich weiß, ich wollte vorher speichern. Sagen, er scheint nicht näher zu kommen. Gut, das speichern wir hier erstmal. Nein. Oder hatte ich hier? Nee, hatte ich nicht. Aber ich komme ja halt auch bloß da oben hin, ne? Halt, warte. Ach, jetzt bin ich. Okay, warte. Muss kurz davor sein. Wir kriegen es hin. Wir hatten es eben gerade eben auch schon mal. So. Nein, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich R2 drücke, dass sie immer so ein Müh weiter von alleine ranrutscht. Und wir hatten ja, glaube ich, E2 Möglichkeiten gehabt. So. Wie ich schon mal hier oben bin. Vielleicht muss ich weiter nach oben. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Ich wollte sagen, Alter, wenn du da in die Hand reinspringst, Frau. Ich muss, glaube ich, so ein bisschen um die Ecke, aber ich weiß nicht, ob es dann da weiter hoch geht.
Kann ich ihm auch auf die Füße springen? Also ich hoffe nicht, dass das jetzt alles war. Nee, kann ich nicht. Ich kann ihm in die Hand springen, aber dann bin ich am Arsch. Okay, hier ist Alpha-Wand, da komme ich eh gar nicht weiter. Ich dachte vielleicht irgendwie hier oben hin. Oder sehe ich auch nicht weiter. Es war halt wirklich bloß... Oder ich hätte ihm gar nicht in die Hand springen müssen. Sondern einfach bloß den Raum entdecken, dann wäre die Trophäe eh gekommen. Ja gut. Aber dann haben wir den Tod wenigstens auch mitgenommen. Gut, haben wir zumindest ein kleines Secret gefunden. Ich glaube sogar... Ist das sogar das erste? I don't know. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und wenn wir unsere Brocken abliefern, in der Hoffnung, dass wir würdig sind... War das hier lang, gerne? Dass wir würdig sind, um weiterschreiten zu können. Weil es ist ja nicht umsonst so, dass das so gut versteckt ist. Oder wir kriegen halt wirklich jetzt mal ein weiteres, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bloß noch einen Teil von unserem komischen Klimbim da, was wir hatten, finden müssen oder nicht. Dass wir, oder dass es mehr oder mehr wie zwei Teile sind, dass wir wenigstens eins jetzt nochmal kriegen so langsam, das wäre ganz schön. Das wäre ganz schick. So, das war da oben. Ich hoffe auch wirklich, ich habe alle drei nicht, dass ich jetzt ihn vergessen habe, aber ich glaube nicht. Jo, wir haben drei. Sehr schön. No. Hä, da steht doch drei. Ist doch scheißegal, wo ich das reinpacke. No. Haben die, hä, die haben doch auch dieselbe Form. Was... No. Hä? Drei? Muss ich den einschmelzen? Oh. Okay, es war kein Zufall. Also wir müssten da so oder so. Und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich vielleicht auch mal eine kleine Sache gefunden habe, die man vielleicht ganz gerne mal übersehen muss. Aber nein, wo ich ja da reingesprungen bin, haben wir ja goldene Botten gekriegt. Oder goldene Beine. Ich nehme mal stark an. Ich werde eine Option haben, da was anklicken zu können, damit wir... Damit wir die Barren da reinlegen können. Und daraus Goldbarren machen. Halt. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich schon wieder zu weit das. Also sorry für den Umweg, aber hey. Das kann ja mal passieren. Doch, war hier unten. So, dann wollen wir mal zu dem Guten rüberlatschen. In der Hoffnung, dass er das auch annimmt. Ich hätte... Hat überlegt, ich hätte auch laden können, oder? Dann wären wir nämlich gleich hier oben gewesen. Larachen, wirst du wohl... Also ja, ich bin wieder hier oben. Aber... Muss ich hier irgendwo bestimmt stehen? Eigentlich springen, Mann. Irgendwo bestimmt stehen? Weil die Bleibahn an sich kann ich ja hier nicht auswählen. Und sie sagt ja einfach nur Nope. Kann ich die hier reinschmeißen? Muss ich hier beim großen Daumen stehen, die da reinlegen?
Hä? Ich meine, schnell Menüaufruf oder so geht ja auch nicht. Wir sind ja instant tot. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Ach, oh Gott. Warte, da war es gerade. So kann man es natürlich auch machen. Okay, damit haben wir unsere drei Goldbarren und da sollte es jetzt aber auch, ne? Funktionieren, hoffe ich. Wenn wir jetzt schon mal den Weg hier fünfmal gefühlt gelaufen sind. Wo ging es raus? Da ging es raus. Aber dass er da auch wirklich gefühlt pixelgenau stehen muss. An der Hand. Wäre eigentlich relativ egal gewesen, wo es rein. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Das ist halt bloß so gefühlt so. Das streckt das LP, was ja eher. Naja. Es sind ja momentan eh Stundenfolgen. Also. Die paar Minuten mehr oder weniger ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm. Und dass wir hier aber auch rauskommen. Wahrscheinlich in den nächsten Tempel oder so. Oder wir kommen ganz raus. Ah ne, Quatsch, wir brauchen ja erstmal. Ja, wir wollten ja das Artefakt eigentlich zusammenbasteln. Jo. Und wehe, das ist jetzt wieder nicht gut genug, Frau Loft. Frau Loft? Ja, Lara Loft. Genau. So. Eins, zwei, drei. Als ob sie in ihren kleinen Rucksack da die ganze Zeit die Dinger reinkriegt, wisst ihr? Oder alle Dinger reinkriegt. Ich finde es halt komisch, sie hat nicht mal eine Wasserflasche dabei oder ein paar Riegel zum Snacken. Gut. Ah ja, gut. Gefundenes Secret 2 von 3. Okay. Greiste? Heißt das nicht Gereiste entfernen? Okay. Okay, wir sind mit dem Tempel also definitiv noch nicht fertig. Aber ich würde sagen, wir machen dann morgen an der Stelle weiter. Mal schauen, ob wir dann irgendwann aus dem Tempel mal rauskommen, beziehungsweise mal ein Stück von unserem Artefakt da noch finden werden. Ne? Dementsprechend vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen dann. Ciao, ciao.